So, wir haben jetzt gesagt, dass Wait 500 eine halbe Sekunde wartet. Jetzt haben wir ein ganz einfaches Programm mal geschrieben. Nach der Initialisierung, also nachdem der Pick eingestellt ist, Start, ClearF Port A, lösche Port A, dann warte eine halbe Sekunde. Dann setze Port A, 2, also der Pin 2 von Port A soll eingeschaltet werden, warte eine halbe Sekunde. Dann Port A der Pin 3 soll eingeschaltet werden, warte eine halbe Sekunde. Und dann soll Port A der Pin 2 wieder ausgeschaltet werden, wieder eine halbe Sekunde gewartet und wieder zu Start gegangen. Und das wird jetzt endlos so laufen, von Start bis Go to Start. Probieren wir mal. Das Programm jetzt speichern. Nach dem Speichern müssen wir das assemblen und dann in den Chip schreiben. Nachdem der Chip dann wieder hier drin steckt, der programmierte Chip mit dem Programm, sieht man folgendes Komisches. Die zweite geht an, dann geht die dritte an und dann gehen alle aus. Das Licht wechselt. Es sollte aber nicht wechseln, es sollten die beiden an sein. Beide gleichzeitig und dann erst eine ausgehen und dann alle ausgehen. Und ich denke, sobald wir haben eigentlich das Programm, erst löst der Port A, dann setzt der Pin 2, schaltet ihr diese Leuchtdiode ein, dann schaltet ihr 3 diese Leuchtdiode ein, also 0, 1, 2, 3, dann sollten die beiden leuchten, tun sie aber nicht, die geht gleich aus. Dafür leuchtet die länger. Und ja, und dann geht er eigentlich wieder hoch. Also die Zahl haben wir vergessen. Es leuchten nicht beide, er wechselt. Weil er wechselt, habe ich das Programm jetzt ein bisschen umgeändert. Ich lösche erst Port A. Dann wartet er eine halbe Sekunde. Dann werde ich in Zähler das zweite Bit setzen und dann Zähler auf Port A kopieren und warten. Dann in Zähler das dritte Bit setzen, Zähler auf Port A kopieren und wieder warten. Dann werde ich in Zähler das zweite Bit kopieren und Zähler auf Port A kopieren und wieder warten. Jetzt verändert BSF und BCF nur den Wert der Speicherzelle. Diese Speicherzelle hier, Zähler, wird auf Port A kopiert. MoveFB heißt die Variable ins Working Register kopieren und MoveBF heißt den Wert in Port A kopieren. Ganz am Anfang könnte man noch machen CLRF Zähler. Das wird Zähler löschen. Das noch mit dem Tab einrücken. Okay, löschen Zähler. Gut. Und lösche Port A. Dann warte. Hier sollten wir nicht Port A löschen, sondern hier sollten wir eigentlich. Ja, gut, wir können auch Port A löschen. Okay, mal so lassen, mal speichern und mal in den Chip. Gut, verschrieben hatte ich mich auch noch. Zähler hatte ich falsch geschrieben und ja, irgendwo MoveFB. Jetzt ist es richtig. Und irgendwas stimmt wohl doch noch nicht, oder doch? 1 und 0. 1, 0. 2, 1, 0. Wie habe ich das? Hier löscht der Port A. Ich glaube, ich weiß auch wieso. Zähler wird nicht gelöscht in der Schleife. Das heißt, Programm nochmal geändert. Start, lösche Port A, lösche Zähler, warte. Setze Zähler 2, kopiere in Port A, warte. Setze Zähler 3, kopiere in Port A, warte. Lösche 2, kopiere in Port A und warte und gehe wieder auf Start. Und hier lösche Port A, lösche Zähler. Nachdem der Fehler jetzt behoben ist, funktioniert das Ganze so wie es soll. Nur, dass man Port A nicht direkt setzen kann. Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber wenn ich ein Bit setze von Port A und dann das nächste Bit setze, ich setze 3, dann ist 2 weg bei Port A. Wenn ich aber eine Speicherzelle nehme, dann kann ich das machen. Also BSF-Zähler, dann nach Port A kopieren, wieder BSF-Zähler, nach Port A kopieren. Ja, aber so funktioniert es jetzt. Also mit dem kleinen Trick kann man sowas umgehen. Ja, da haben wir erst 1, dann 2, dann 3
und dann wieder alles ausschalten, löschen und dann wieder 1, 2, 3,